Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorium Space Age Folge 3. Und nachdem wir uns in den ersten beiden Folgen intensiv um Forschungspakete gekümmert haben, Rot, Grün, Militär und Chemie, denke ich, mit der Forschung, die können wir im Hintergrund mal laufen lassen. Und heute kümmern wir uns mal um ein paar andere Annehmlichkeiten, die uns das Leben leichter machen werden. Denn bisher habe ich ziemlich viel von den Fließbändern und den Greifarmen manuell zusammengeschustert und das ist etwas, was ich nun ändern möchte, indem wir hier ein Setup aufbauen, wo wir die Fließbänder gelb, rot und vielleicht auch blau herstellen können. Und das Ganze braucht immer recht viel Zahnräder. Drum packen wir hier gleich mal 6 Fabriken für die Zahnräder hin. Und das sollte hoffentlich dann ausreichen. Dann hier oben können wir dann die gelben Fließbänder machen. Ja, machen wir die Teiler und da machen wir die Untergrundfließbänder. Und die brauchen so. Und so. Hier eine Kiste für den Ausgang. Das Ganze hier eins nach unten verschieben. Dann können wir nämlich hier und hier, da machen wir die Untergrundbänder, das so hinbekommen. Und dann hier oben machen wir mit den roten weiter und dann lassen wir Platz für die blauen. Die blauen brauchen dann zusätzlich noch Schmiermittel und dann können wir uns um die Greifarme kümmern. Vielleicht brauchen wir aber auch etwas Strom im ganzen Setup. Wo
unten. Und hier beschränken wir die Kiste mal auf 4, 2. Und von den Fließbändern werden wir eine ganze Menge benötigen. Und mit diesem Setup muss ich mich eigentlich nicht mehr darum kümmern, dass ich da mehr Materialien bekomme, denn irgendwann werden wir Untergrundfließbänder haben, die ich dann zum Weiterbauen verwenden kann. Das, was uns hier noch fehlt, ist grüne Schaltkreise. Und vielleicht machen wir das mal hier am Rande so. Und da. Muss man bestätigen. Langer Tunnel zu kurz. Okay. Dann bringen wir das hier runter. Und darauf. Sowas. Und von den Greifarmen, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar manuell mir bauen müssen. Denn da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber kommt alles noch. Ich habe hier mal etwas weitergebaut und momentan ist der Prozess noch recht zäh, denn solange wir warten, bis all die Kisten voll sind, werden wir hier nicht viel Durchsatz an Zahnrädern nach oben haben. Hier haben wir die Reihe für die blauen Fließbänder und was ich mich richtig erinnere, gibt es in dieser Version von Factorio noch weitere schnellere Fließbänder als die blauen, aber ich denke, hier für den Anfang brauchen wir die nicht und dies ist sozusagen unsere Starterbase, ein Konzept, was ich normalerweise nicht so verfolge, denn normalerweise plane ich alles schön im Voraus ein und da, wo wir unsere Wurzeln schlagen, da werden wir auch unsere Rakete starten, aber ich weiß nicht, ob das hier in dieser Welt, in diesem Playthrough auch so funktioniert. Und hier oben können wir sehen, da haben wir das Setup für unsere Greifarme. Wir haben die gelben, die blauen, die Stapelgreifarme. Massengreifarm heißen die jetzt. Und die langen Greifarme. Was es nicht mehr gibt, sind die filternden Greifarme, denn wir können hier auf allen Greifarmen Filter setzen. Und da mir die Greifarme ausgegangen sind, heißt es für mich jetzt einfach mal warten,
bis da genügend Zahnräder durchkommen, dass ich mir ein paar Greifarme knallen kann und die dann hier vervollständigen. Hier oben werden wir noch die elektrischen Förderer haben. Und darüber die, das machen wir vielleicht so, hier die Montagemaschinen, hier die Montagemaschinen 2. Habe ich noch nicht daran gewöhnt, dass man jetzt hier auch überall noch bestätigen muss, wegen der Qualitätsstufe. Und da kommt dann die Qualitäts- oder die Montagemaschine 3. Und die braucht dann ja auch noch Speed-Module. Und hier brauchen wir Zahnräder. Und jetzt kann ich schon mal davon profitieren, dass wir hier ja gleich alles anlegen haben. Und geht das direkt so rüber. Da brauchen wir dann noch Stahl. Den holen wir uns von hier unten. Machen wir das so. Jetzt heißt es erstmal warten, bis die nötigen Produkte gefertigt sind. Und was ich auch immer ein bisschen im Auge behalten muss, ist, wie sieht es denn mit unserer Verschmutzung aus? Bekommen wir Besuch? Und was tun wir dagegen? Ich glaube, das ist alles, was wir hier benötigen. Natürlich, wie gesagt, wir sind hier etwas in einer Eisenknappheit. Ich habe hier hinten dann auch schon mal das gesamte Eisenerzfeld vollgepflastert. Aber wie ihr sehen könnt, geht das schnell zur Neige, so dass wir uns überlegen müssen, wohin expandieren wir in der Zukunft. Aber ich denke an dieses Setup, hier habe ich auch noch eine behelfsmäßige Fabrik für rote Schallkreise gemacht, so dass wir etwas haben. Da können wir wahrscheinlich noch ein paar weitere Dinge mit ranpacken. Insbesondere denke ich hier an die Stromversorgung und da brauchen wir dann noch Stahl. Stahl bekommen wir von hier oben. Und wenn wir das so machen und da die Kupfer dann langer Greifarm
langer Greif an. Strom. Und dann können wir hier nämlich gleich noch die großen Strommassen machen. Die hier auch Kupferkabel brauchen. Plus Eisenstangen und dann hier kleine Strommasten mit Stangen und brauchen wir hier auch. Dann haben wir hier noch etwas Strom. Und wir brauchen einen Platz für den Output. Machen wir mal so. Hier 1, 2, 4. Ja. Ah. Die wollen wahrscheinlich noch Eisen. Machen wir hier ein bisschen Spaghetti. Und dann kommen wir hier an Eisen ran und hier müssen wir noch Kupferkabel rausbringen. Wunderbar! Und damit sollten wir die Kernprodukte haben, um unsere Basis zu erweitern. Was ich hier unten bei der Militärforschung gemacht habe, ist eine Kiste für Munition, die inzwischen vollgelaufen ist, und hier auch eine Kiste mit Mauern, die ich aber beschränken musste, denn wir brauchen etwas Mauern für die Militärforschung, aber ich denke, sobald wir diese dann abgeschlossen haben, können wir hier auch wieder etwas mehr auftun, denn ich denke, wenn ich mir das so anschaue, werden wir uns da mal überlegen müssen, wie wir die Verteidigung machen. Denn die Beißer, die Aliens, die werden langsam nervig und rücken uns immer wieder auf die Pelle. Aber wir kümmern uns das nächste Mal um diesen Sachverhalt. Für heute war's das. Bis zum nächsten Mal und tschüss.